Ja, das mit dem Tin ist echt nicht so toll. 136 Stück sind da noch drin. Hier ist fast gar nichts. Weil ich krieg das nicht schnell genug hin, das zu replizieren in den Massen, in denen wir es brauchen. Das heißt, wir brauchen ein zweites Tinfeld. Welche Farbe hast du, Tin? Ein Grauton. Das ist super, Tin. Das haben ja bloß 10.000 andere Sachen auch Grautöne. Das da ist Silber. Das da sieht aus wie das da. Und das da ist Galena, also Blei und Zink oder so. Das da oben könnte Tin sein. Also an der Nordostmauer. Und wir bauen nichts, also Bautränke. Wir haben kein Eisen. Oh. Oh, das Ärmchen kommt nicht hinterher. Das ist ein gutes Zeichen. Sollten wir aber auch gleich ändern. Und wir haben wieder keine. Oh, ich. Ah, da. Auch wenn das erstmal langsam ist, brech die ab. Gib mir die blauen Ärmchen wieder. So, und jetzt verdammt nochmal. Baue genug Ärmchen. So. Okay. Kein Stau hier. Müsst alle durchgehend arbeiten. Oh. Ach so, weil sich das hier hinten schon drin gestaut hat. Ja, okay, nimm das mal raus. Wir werden irgendwo wieder angegriffen. Drei Türme schießen, das ist okay. So, gib mir alles her, was du hast. Sammle jetzt alles auf. Und jetzt staut sich's nicht mehr. Okay. Her damit, her damit, her damit. Ärmchen, 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 Ärmchen. So. Ich wollte Tin suchen. Und das ist kein Tin, das ist Iron Ore. Und das ist Uranit. Okay, anderer Grauton. Da hinten wäre ein Mini-Mini-Feld grau. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ernsthaft nicht. Das da ist zu dunkel. Das da neben dem Gold könnte es sein, aber das sieht eher so aus wie das, oder? Ja, und es wäre noch näher dran an der feindlichen Basis. Hilft nichts. Kurz hingucken. Kann ja mal ganz rausscrollen. Aber wir haben es gerade Nacht. Oh. Das merkt man wegen Alienlampen echt fast gar nicht. Also wenn man genug rausgescrollt ist. Da ist ein Unicom-Chunk. Charge-Chunk, die müsste ich theoretisch auch beide noch abbauen. Gold brauchen wir noch nicht wirklich. Die Türme kann ich hier mal abreißen. Und die können wir dann später im Recycler zerlegen. Auch wenn das nicht so viele Ressourcen gibt. Aber hey, wir wissen nicht, wie schlimm es kommen wird. Hier ist es Zappenduster. Ja, damit. Ein Angriff unten links diesmal. Na gut, Steinmauer muss ich nicht zerlegen. Stein sollten wir wirklich haben. So, das ist wieder Unicom. Das ist kein Tin. Und hier sind schon die ersten Spawner. Oh, hier unten ist. Ja. Ja, super. Danke, Spiel. Danke, 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 Spiel. Und da ist noch eine zweite Basis gekommen. Ja, sehr schön. Ja, meine Damen und Herren, man betrachte hier zu unserer Linken, unseren ersten Außenposten. Ja. Okay, ich brauche Platz. Und dann brauche ich Türme. Viele Türme. Und ich brauche unbedingt den Recycler. Und ich brauche Gates. Und ich brauche Chips. Und ich brauche alles Mögliche. Mehr Alienlampen, genau, die brauche ich auch noch. Ja, aber da muss ich mich jetzt wirklich möglichst schnell drum kümmern, weil sobald das hier alles ist, kriegen wir keine neuen Chips. Und wenn wir keine Chips bekommen, ist vorbei. Das heißt, erstmal muss ich irgendwie mein Inventar ausmüllen. Das dreckige Eisen kommt hier rein. Das ist schon mal gut. Holz wird hier direkt hergestellt. Hier hinten haben wir ab und an Holzprobleme. Gib mir mal wieder da genug von. So, Holz da rein. Eisenplatten sind eigentlich genug da. Wir können aber trotzdem mal auf 400 davon runtergehen.
Dann tun wir mal hier das Kupferzeug rein. Als kleine Entlastung. Ah, hier haben wir noch Tin. Okay. Nimm das Kupferzeug wieder raus. Tu das Tinzeug rein. Ist mir doch irgendwie wichtiger, dass wir Tin haben als das. Das hier oben wird es irgendwann mal einschmelzen. Kaputte Türme kommen auch hier rein. Die kommen rein, die kommen rein, die kommen rein. Alle Sachen, die wir irgendwann mal zerlegen eventuell. Die Modulgeschichte lege ich erstmal jetzt auf Eis. Wir haben jetzt gerade etwas wichtigere Sachen zu erledigen. Nämlich tödliche Lasertürme zu bauen, Gates zu bauen und eigentlich noch Steinmauern. Aber wir haben keine Ziegel. Die müssten also auch in die Privatschmelze. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, die Electric Furnace herzustellen. Die besseren bräuchten Blautränke, das können wir knicken. Was noch, was noch, was noch? Kein Wasser replizieren, keine Replikatoren replizieren, keine Akkus replizieren. Weil Akkus und Solarpanels zu replizieren, hört sich zwar echt super und überpowered und was weiß ich an, aber ist es nicht. Das dauert schweinelange. Und in der Zeit hätte man mit denselben Energiekosten, oder wahrscheinlich sogar noch weniger Energiekosten, die ganzen Rohstoffe einfach bauen können, um die Akkus und Solarpanels zu bauen. Also ja, dich hätte ich eigentlich ganz gerne. Aber 80 Blautränke ist doof. Dann wurde mir jetzt gesagt, wo ich diesen super-duper Strommast-Dingens finde. Der sieht aus wie eine Substation im Forschungspanel, wurde mir gesagt. Sehe ich nicht. Da sind ganz viele Stromsachen, aber davon sieht keins aus wie eine Substation. Hier sehe ich auch keine Substation. Mäh. Aber es wird wieder an dem Forschungsdingens hier liegen. Manchmal tauchen Sachen ja erst später auf. Ich klicke mal ein bisschen durch. Klick, klick, klick. Das ist alles nur die da. Okay, klick, klick, klick. Alles nur die da. Das ist die normale Substation, ja. Das ist eine Unterwasser-Substation. Und das ist eine Substation MK4. Das ist wieder was anderes. Das ist die dritte Version von Strommasten, die wir hier in diesem Modpack haben. Ja, sehr ärgerlich, dass ich das jetzt nicht so schnell finden kann. Weil die wären perfekt. Wobei es auch nur eine Sache ist mit, es wäre praktischer für mich. Also für mein Wohlbefinden, was die Muster angeht. Ich kann das auch einfach jetzt alles mit denen machen und dann stehen sie halt näher dran oder ein bisschen schräg oder was auch immer. Das klappt schon. Irgendwas, was jetzt wieder grün und rot verbraucht, weil da haben wir wieder einen Puffer. Zum Beispiel, wow, ist das teuer. Lab Efficiency. Lab Efficiency klingt sehr gut. Wenn man gerade nicht weiß, was man machen soll, macht das. Ja, wir haben noch genug grüne, wir haben noch genug rote. Alles gut. Ich brauche Stein. Und dann müsste ich eigentlich die hier oben ersetzen durch die besseren Schmelzöfen. Weil ich habe momentan recht viele Privataufträge. Ich habe hier Reste an Stein, die zu Steinziegeln gemacht werden müsste. Ich habe Tin, das zu Tinplatten gemacht werden müsste und, und. Ja. Geh mal dahin. Ich kann keinen einzigen davon bauen, weil ich keine Steinziegel habe. Okay, nimm die mal wieder alle raus. Tu die mal... Oh Gott. Wieder alle rein. Mach hier aus meiner größeren Kiste. Jo. Okay. Die brauche ich jetzt alle nicht sofort direkt akut. Brech die mal bitte... Kein Strom. Unsere Akkus sind komplett leer. WTF. Also wir brauchen doch wesentlich mehr Strom durch die ganzen Dinger hier. Ist es plötzlich Tag geworden oder warum haut es jetzt alles hin? Das ist der Regen. Ich hasse Regen in diesem Spiel. Okay. Wir brauchen mehr Akkus dann, richtig? Oder mehr von... Ja, mehr von den Steam Engines. Das geht jetzt leider nicht anders. Brech die Sachen alle ab. Bau. Secondary Priority, richtig?
baue davon welche. Wo bist du? Da bist du. Mal gucken, ob das jetzt so hinhaut. Achso, und es ist kein Wasser da, weil kein Strom da ist für die Pumpen. Naja. Okay, kickstarten wir das Ganze mal wieder ganz kurz. Nein, ich habe die Wasserpumpe zerstört. Wow, eine Wasserpumpe. Kommt da gerade Wasser? Kommt doch Wasser. Okay, nichts kickstarten, das läuft jetzt gerade. So, halbwegs. Nur ganz kurz, warum... Ja, weil ihr nicht durchgehend genug Strom habt. Okay, sobald es aufhört zu regnen, sollte sich das Problem lösen. Immer ganz kurz die Dinger da. Hä? Nein, so. Der Höhe. Ist okay. Auf der Höhe. Ist okay. Weg, weg, weg. Dann kann ich dieses ganze Wuselzeug hier auch weg. Brauchen wir nur einen von denen hier unten, wo der auch hingehört, und dann ist gut. So. Da, da. Das sind die Always-On-Dinger, die sollte ich eigentlich umbauen. So, bau bitte schnell noch davon welche. Genau. Nein, nein, das sind die falschen. Da sind die richtigen. So, wie schaut es jetzt mit Strom aus? Füllt sich langsam. Schweinelangsam wegen dem Regen. Aber wir haben genug Dingens und wir haben genug... Wir haben nur nicht genug Wasser. Okay, warum genau habe ich den Tank unten weggemacht? Weiß ich nicht mehr. Aber wir müssen auf jeden Fall das mit der Wasserversorgung verbessern. Und ich will diese verdammte Pfütze hier weghaben. Mach, mach da. Ganz viel Lernfüll. Gut. Diese Pfütze hier weg, dass wir hier einen richtig schönen Wasserproduktionsanlagen-Ding bauen können. So. Oh, Pfütze, Wasser und Bäume, echt super Kombo hier. Wir wollen alles planiert haben. Das soll ja auch in der nächsten Vanilla-Version kommen, oder in einer der nächsten Vanilla-Versionen, dass man den Boden betonieren kann. Hm. So, genau. Jetzt hätte ich gerne einen Tank. Und zwar da direkt dran. Und dann hätte ich gerne diese Wasserdinger hier. Zuerst dann brauche ich jetzt mein Muster. Da. Auch noch mehr davon. Wo ist mein Muster? Hier ist mein Muster. Da, 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 da. So, jetzt hätte ich gerne Wasserdinger hier. Wasser, Wasser. Wasser, Wasser. Und dann die Roh... Das ist mir schon ungünstig gebaut, aber okay. Ich habe keine Steine mehr. Wow, stinkt normale Eisenrohre. Die waren früher gut, die sind heute noch gut. So. Und dann baut die... Achso, erstmal brauchen wir hier wieder unterirdische Dinger, damit ich auch durchlaufen kann. Bau unterirdisch und bau danach wieder normale. So, von hier aus bitte weg. Bis nach da drüben. Dreh dich. Gott. Hier weg. Ja, wir haben jetzt wieder kein Wasser, ich weiß.